Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video in Trade Sim World 3. Daftel Games hat den Acela Express veröffentlicht und ich dachte, wir schauen uns den mal an. Moin, Kollege. Ja, das damalikanische Hochgeschwindigkeitszug. Das letzte Mal, als ich den virtuell gefahren bin, habe ich den Microsoft Train Simulator gespielt. So lange ist es her. Es ist schön zu sehen, dass wir jetzt hier einen Acela Express in TSW 3 haben. Und ja, wobei man nicht wirklich nur viel Strecke haben, wo wir den ausfahren können. Okay, so vom Außenmodell her sieht er eigentlich ganz okay aus. Oh, kann ich hier aufmachen? Oh, es funktioniert. Cool. Alles klar, das funktioniert. Machen wir wieder zu. Geht ein bisschen schnell, die ganze Animation. Ansonsten Drehgestell sauber. Ja, ein bisschen matschige Texturen da, aber ansonsten ganz okay. Schauen wir uns mal den Personenwagen an. Können wir eigentlich gerade die Tür dazu machen? Ach, die können wir dann später zumachen. Von den Wagenklassen her, es gibt Business Class und First Class. Was? Thank you for choosing Amtrak. Okay. Moin. Gehen wir einmal komplett durch. Ist recht geräumig. Ah, okay. Wieso Flugzeugstyle Mini-Bistro für die First Class? Ja. Und da hinten? Oh, die Tür geht von alleine auf. Und das ist dann die Business Class, so wie es aussieht. Quiet Car. Alles klar. Und hier das ganz normale Bistro. Es schaut ein bisschen komisch aus, wenn ihr da alle so... Ja... Daftel Games Qualität, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Gut, dass wir das nicht allzu oft sehen. Wieder Business Class. Mhm. Ja, so viel zur Qualität. Da ist dann Schluss. Da müsste dann der hintere Triebkopf sein. Alles klar. Ja, und Time sind wir leider nicht mehr. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in unseren Führerstand rein. Ganz nach vorne. Machen die Türen auf, so wie das haben will. Aber beziehungsweise... Er wollte schon als Tür aufmachen, dass ich da die eine Tür aufgemacht habe. Jetzt laufen die da alle nach hinten. Ich muss euch da mal ganz kurz was Witziges zeigen, wenn ich die Türregel, also ganz normal aufmache. Dazu werde ich mal ganz kurz das Szenario durchstarten. Und dann machen wir die Türen vom Triebkopf aus auf, hier in diesem Szenario. Also, bis gleich. So, das Szenario ist neu gestartet und jetzt passt es mal auf. Wenn ich jetzt hier sage, links entriegeln, dann ist es wieder passiert. Seht ihr das? Die glitschen da irgendwie auf der rechten Seite raus. Total normal. Ach ja. Okay. Das ist der Führerstand vom Acela Express. Wir haben hier die Autobremse, Makrofon, Spitzenbeleuchtung, Warnlichter können wir einstellen, Türsteuerung. Dann haben wir hier Geschwindigkeitsvorwahl. Die könnten wir eigentlich schon mal auf 60 einstellen. Dann Gashebel, Richtungswender, Klimakontrolle, die was natürlich nichts macht, mit Scheibenwischer. Der Kollege nochmal. Wir können natürlich hier auch aussteigen. Wir könnten uns auch hier hinsetzen. Oder hier so ein Display hier drin. Eigentlich ganz geräumig hier. Und, das würde ich euch nur zeigen, der Maschinenraum ist angedeutet. Man kann hier nicht weitergehen. Unsichtbare Wand. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Ja, da geht es leider nicht nach hinten. Was ich ein bisschen schade finde. So, Türen verriegeln. Beide verriegeln. Na, okay, geht zu. Keine Person irgendwo.
Hier auf den Gleisen? Nö. Also, Bremsen lösen. Und Maximum Schmackes. Halten Sie die Augen nach Eisenbahnfreunden offen und bestätigen das, das Makrofon, wenn Sie vorbeifahren. Ja, mal sehen. Achso, warte mal, hier ist erstmal noch 30. So, Boston South Station um 15.05 Uhr. Das ist einmal die ganze Strecke hier abgefahren. Das ist einfach der große Nachteil an TrainSim World. Die Strecken sind einfach kurz. Und da kannst du nicht sauber mit einem Hochgeschwindigkeitszug fahren. 40 Meilen. Bin mal gespannt, ob sie da mal ein bisschen mehr machen, jetzt wo sie mir halt Stress macht. So, 60. Ja, mal ein paar Fakten zum Acela Express an sich. Die Entwicklung von dem Ganzen hat schon um die 1990er angefangen, als Amtrak da das große Infrastrukturprojekt gestartet hat, um den Nahverkehr und Fernverkehr besser zu gestalten. Da wurde unter anderem der ICE nach Amerika gebracht, um zu schauen, ob der eventuell eine Option wäre. Wie wir heute wissen, hat das nicht so ganz geklappt. Und grundsätzlich hat man dann hier diese Neuentwicklung gemacht. Entstand in der Zusammenarbeit von Amtrak, Bombardier und Alstom. Und im Jahr 2000 ist er dann das erste Mal gefahren. Übrigens, weil man es jetzt ganz gut hört, der Motorsound hier ist schlecht abgemischt. Der wiederholt sich logischerweise, aber der ist immer ein bisschen abgehakt. Müsst ihr mal drauf achten. Ich sag mal ganz kurz nichts. Weiß nicht, ob man das gehört hat, aber ich finde die Wiederholung von dem nicht gut abgemischt. Das wird auch nicht besser, wenn man dann schneller fahren. Beziehungsweise jetzt dürfen wir dann da vorne. Ja gut, wir können mal ein bisschen schneller fahren. 70. Und da vorne wieder 60. Was nur erwähnenswert ist, der Zug hat eine Neigetechnik. Aber das Einzige, was sich neigt, sind die Personenwagen. Die Triebköpfe selber neigen sich nicht. Finde ich eine interessante Designentscheidung, das so zu machen. Ich hätte dann gesagt, gleich mal alles neigen lassen, aber nö, ist nicht. Und der Neigewinkel sind, glaube ich, hinten bei den Wagen 10 Grad. Maximal. Ansonsten alle gängigen Zugsicherheitssysteme, was in Amerika eingesetzt werden, sind hier drin. Kann man auch einschalten. Ich fahre jetzt in der Standardvariante, wo natürlich alles aus ist. Bis auf der Kollege hier. 20 Meilen bin ich schon gefahren. Von einer kleinen Testfahrt, die ich gemacht habe. Okay, gehen wir runter auf 60. Was kann man noch über den Acela Express sagen? Also eben Business und First Class, gemäß Wiki hat jetzt natürlich WLAN. Jeder Sitzplatz hat eine Steckdose. Ich finde, das ist super praktisch generell in jedem Fernverkehrszug. Steckdosen haben Sitzplatz. Kriegt immer die Krise, wenn es keine Steckdosen hat. Ich meine, so schön wie die alten Sachen auch sind, aber so eine Steckdose ist halt schon eine Sache. Was haben wir noch? Amtrak hat Pläne, generell das Acela-Netz zu erweitern für die Zukunft. Und eventuell sogar eine neue Generation von Acela-Zügen dazu kaufen. Es sind sogar im Jahr 2012, glaube ich, sogar nochmal Wagen nachbestellt worden. Wegen Kapazitätsproblem. Ein bisschen zu schnell hier. Und die Strecke soll teilweise ausgebaut werden, beziehungsweise teilweise komplett neue Trassen gebaut werden für den Hochgeschwindigkeitszug.
Und wenn wir gerade schon bei Hochgeschwindigkeit sind, die Höchstgeschwindigkeit vom Acela Express ist 240 km/h. Also ich weiß nicht, das Fahrgeräusch ist nicht meins. So, endlich, gleich mal Hochgeschwindigkeit. Da, jetzt hat man es ganz kurz gehört. Aber soll. Maximum ist Schmackes. Geht schon. Es hat jetzt irgendwie so ausgesehen, als hätte mir im letzten Moment eine Lichthupe gegeben. Auch draußen das Fahrgeräusch. Nicht so meins. Dann wir nächstes Mal eine Kurve. Also mal schauen, ob wir die Neigetechnik mal gut einfangen können. Da schon mal vorpositioniert. Da. Wenn die Kurve kommt. 110. Da kann man einfach nicht schnell fahren. So, komm, gehen wir wieder runter. Also wenn man hier die Geschwindigkeitsvorwahl auch zurücknimmt zu einer Geschwindigkeit unter der aktuellen Geschwindigkeit, dann bremst er auch mit den E-Bremsen, aber das ist eher moderat. Wir werden es dann gleich bei den 110 da sehen. Erwartet da keine große Bremskraft. Ja, also die gehen wir jetzt mal auf 110. So. Jetzt ja. Bisschen bremsen. Ach shit, das wäre hier die Kurve gewesen. Da sieht man es ein bisschen, wie sich die Wagen da mehr reinlegen. Ah, wir gehen wieder auf die Gerade und wieder retour. Dann hätten wir das jetzt auch gesehen. So, Maximum Schmackes. 150 Meilen pro Stunde. Für ein paar Meilen, bis dann Boston kommt. Und wenn das stimmt, was ich da bei Wikipedia lies, ist es einer der wichtigsten Züge, die zwischen Boston, Providence, New Haven und New York, Philadelphia und Baltimore verkehrt. Für die ganzen Berufspendler. Aber ich muss sagen, ich fand diese kleine Küche da im Flugzeugstyle für die First Class irgendwie witzig. Preise wären jetzt auch noch interessant. Ach was. Du hast einen Fußschalter fürs Makrofon. Inklusive Leitwerk. Okay. Leitwerk wieder aus. Dankeschön. Ja, und da wären wir jetzt bei unserer Höchstgeschwindigkeit. Für den Moment. Ja, ist jetzt kein unschöner Zug. Eigentlich ganz angenehm.
Oh. Okay. Alles klar. Aufsteigen. Kann ich während der Fahrt? Oder hier rein? Ihr könnt aussteigen. Alles klar. Aber oh, lieber nicht. Wir könnten hier sitzen. Moment. Alles klar. Ich da jetzt sag Select. Okay, interessant, dass das funktioniert. Status. Wenn ich mir da alles anschauen. Friction Brakes. Select. Ja. Was wäre denn Fire Suppression? Gehen wir mal zu dem. Oh, was? Tilting. Tilting? Select. Okay. Ich kann mir hier gar nicht alles anschauen. Na, okay. Return. Main Events. 7. Annual Falls. Da passiert nichts. Okay. Also, wir haben auch eine Statusanzeige. Gehen wir wieder auf unseren Platz hier. Geht es auch hier? Alarm Acknowledge. Also hier kann ich das nicht machen. Das ist jetzt, weil der hier im Weg ist. Nö, hier geht es nicht. Hä, warum? Wäre doch auch für einen Lokführer interessant. Naja, die Entscheidung von Daftel Games. Oh, 130. Wir sollten vielleicht bremsen. War ein sehr kurzes Vergnügen auf Höchstgeschwindigkeit. Ach, das ist ein bisschen zu schnell, das passt schon. 22 Meilen noch. Ah, ich würde mal sagen, so auf 12%. Was haben wir eigentlich hier oben? Hauptschalter, automatisch, HIP. Stromabnehmer. Interessant, dass man das hier oben macht, aber okay. 125. Alles klar. Was war das jetzt mit der Grafik? Also man wird schon ein bisschen verwöhnt, ne, wenn man Simray gespielt hat und dann halt wieder zu Daftek Games zurückgeht in Trade Sim World. Es sieht echt nicht schön aus hier. Ah, so 130. Ich muss übrigens die Stimme entschuldigen. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen leicht erkältet. Vor allem, was jetzt unschön ist, dass die Texturen so spät reinladen. Also gerade das Gras und das ganze Zeugs. War das jetzt da hinten die einzige Stelle, wo ich mal 150 fahren konnte? Also mal pro Stunde. Das ist halt schon irgendwie ein Fail, ne? Das Add-on rausbringen und dann kann ich nicht mal wirklich lang ausfahren. Also, ich meine, das Modell an sich ist okay. Wir haben gesehen, dass es ein paar Bugs gibt und Bar-Sound finde ich irgendwie überhaupt nicht geil von dem Ercella Express. Für, was sind es, glaube ich, 18 Franken?
was der kostet. Muss ich mal kurz schauen. Steam. Astella Express. Was kostest du? Ja. 1950. Kann man sich kaufen, wenn man den haben möchte. Ich glaube, da geht der Preis jetzt noch. Wobei, ich hätte ihn dann vielleicht eher so auf 15 untergesetzt. Da hat er eh nicht lange gemacht. Dann darf der Games mal wieder ihre Rabattrunde, was irgendwie gefühlt alle 3 Monate machen. Und dann gibt es mal wieder Prozente. Generell, also ich meine, die haben ja mit dem Add-on hier wieder diese Riesen-Bundles, das America-Bundles gemacht, wo dann auch die eine neue Strecke mit dabei ist. Und die Heritage Collection. Diese Eispolitik FTW. Also die Heritage Collection, die werde ich übrigens nicht vorstellen. Weil ich meine, das sind einfach nur Libraries, da gibt es nichts Neues. Also wenn da jemand das haben will. Andererseits gibt die ganze Lackierung zum größten Teil auch aus dem Creators Club, wo die Leute so nachgemacht haben und da kostet halt gar nichts. Also muss man wissen, ob man da halt für Bemalungen Geld ausgeben will. Moin Kollege. So, 14 Mal noch. Ging ja schnell. Beleuchtung. Sehr gut. Dann sollen wir das Dach ein bisschen genauer anschauen. Das ist eigentlich auch nichts Wendbewegendes. Ach, sieh an! Er könnte halt vom... Warum hüpft er Wahnsinn? Der vordere ist auch. Das so sein? Naja. So, 120. Ich glaube, wir machen den jetzt mal hier aus. Und bremsen mal. Moment mal, das kann ich ja mit dem Hotkey machen, ne? Wie ist die Hotkey-Belegung? Ah, so. Okay, alles klar. Hoher Speed. Oh oh. Ich bremse ja. Approach Video. Maximum Authorized Speed 45. Interessant. Und der Hut zeigt mir das sogar nicht an. Was? Jetzt wieder clear? Nee, es war doch 45. Ach, wegen dem Gleiswechsel hier. Maximum Authorized 120. So, weg mit der Bremse. Echt wieder 120, ne? Gut. Wenn du das sagst, dann ist sie cut out. Wo ist die Suppression? Warum kann ich... Ich würde ja gerne den Alarm annehmen. Kann ich das auf der Seite machen? Nö.
Eigentlich hätte ich das mit dem Raid Rover fahren können, aber jetzt bin ich nur mit Maus und Tastatur unterwegs. Da geht ja kein einziger Button. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt mit Oberspeed da wegkriege. Moin, Kollege. Und tschüss, Kollege. Machen wir das letzte Teilstück ohne den Tempomaten. Habe ich irgendwas übersehen? Oh, sogar wir haben zwei Steckdosen. Praktisch. Okay. Kann ich komplett zumachen. Es ist schlimm, wenn man ein Video macht und die ganze Zeit husten muss. Also wenn ich einmal vergesse, mich zu muten, dann Entschuldigung. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare eure Meinung zum Acela Express, ob ihr euch den gegebenenfalls auch so überholen werdet. Also, ich meine, für mich ist ich bräuchte eine geilere Strecke und wenn dann der Sound ein bisschen angepasst wird, da kommt ja auch sogar ein Community-Mod raus, dann glaube ich, würde ich mich schon ab und zu mal in den reinsetzen. Da hat man wenigstens etwas Geschwindigkeit hier in Amerika. Schöner Kontrast zu den ganzen Güterschleudern, die dann vor sich hin krebsen. Man hat auch was, aber das Gefühl, ansonsten ist in Amerika immer alles so langsam. Oh, da kommt 60. Wie lange dauert es, bis du das hier anzeigst? Na? Okay. Anzeige ist komisch. Soll ich ja noch ein bisschen Gas geben hier? Ah, hier wird er jetzt vermutlich melden, oder? Ja. Jetzt geht er runter. Ja, 60 runter, ein bisschen mehr bremsen hier. Ja, ja, ich bremse ja schon. Fieh, da ist 30 gleich. Das ist immer ein bisschen zu schnell. Und ein ganz klein bisschen. Ah ja, das passt schon. Oh, lösen.
ist einfach die mega fiese Kurve da hinten. Aber viel Spaß beim Ausbau hier der Strecke. Oh, was ist jetzt? Also Approach. Achso, nee. Das ist ja der... Ja, wieder zu schnell. Warum ist... Warum so langsam über die Weiche? Doch mit 30? Maximale Entschleunigung hier. Okay, also zum langsamen Fahren tue ich mir jetzt einen Tempomat noch rein. Also M-Check, wenn ihr euren Zug schneller machen wollt, dann arbeitet vor allem an solchen Weichen. Das fühlt sich schon arg langsam an. In die Richtung bin ich hier noch nie eingefahren. Und da vorne schon wieder 15 Meilen pro Stunde. Rentiert sich ja gar nicht, dass ich hier Gas gebe. Weißt du was, wir fahren jetzt mit 20. Ja, nein. Und sogar 10 Meilen pro Stunde. Was eine Entschleunigung. Na gut, da fahren wir halt 10. Ja, ja. Wäre aber ein guter Punkt, um hier Fotos zu machen. Also in echt. Aber das Gleisvorfeld, das würde ich vielleicht in das Infrastrukturprojekt mal mit einbeziehen, dass man das mal ein bisschen schneller gestaltet. Jo, end of the line. Boston South Station. Mensch, da ist ja mein E-Roller noch schneller. Ja, und einmal bis ganz nach vorne. Alles klar. Wir sind sogar vor der Zeit. Coole Sache. Einmal keine Verspätung. So, lass mal dich mal rollen hier. Gehen wir mal auf Minimum. Ja. Bisschen geht da noch. Ja. So, anhalten. Oh Gott sei Dank, dieses Geräusch ist jetzt endlich weg. Ja, liebe Leute, das war's. Eine kleine Fahrt mit einer Sella Express. Hoffe, hat euch gefallen. Wir sehen uns dann schon bald wieder in Transit World. Und dann schauen wir uns die neue Strecke mal an, die da mitgekommen ist. Also, bis dann und ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.